Manchmal frage ich mich, wie ich aus was so Hässlichem was so Schönes hinbekomme. Nur wie ich das gemacht habe und wie die Bauprojekte vorangegangen sind, das seht ihr heute. Ebenfalls bin ich auf Twitch jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag live und schaut gerne auf Social Media vorbei. Jetzt rein in das Video. Wir haben noch einen zweiten Skin zu bauen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Den habt ihr wahrscheinlich schon mehrfach gesehen. Unseren lieben Spaßig-Skin. Dafür haben wir ja hier die gerade Fläche auch schon freigeterraformt. Der Stuff ist schon vor Ort. Also eigentlich müssen wir uns den nur schnappen und die Blöcke anfangen zu setzen. Ist vom Prinzip her genau das gleiche wie der da. Nur mit völlig anderen Pixeln, mit anderen Dimensionen, mit anderen Größen und mit mehr Komplikationen wahrscheinlich. Weil ich Schnee verbauen muss. Der Schnee ist immer noch der sehr fragwürdige Aspekt im Projekt, weil ich nicht weiß, ob der Schnee hier schmilzt oder nicht. Nee? Ja, manche sagen nee, manche sagen ja, Digga. Okay, wir können ja später dann einfach nochmal gucken. Wenn ihr in der Timelapse seht, dass ich Schnee place, dann funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Und als kleinen Zwischenstep können wir das hier gleich mal abbauen. Schnappen wir uns hier mal kurz einen Erdblock und können ihn dann direkt hier mit reinplacen. Und dann sind wir soweit erstmal, wie gesagt, mit der Statue fertig. Den zweiten Skin oder die zweite Statue, die hier original neben meine kommt, die kann ich euch einmal zeigen. Ja, hier sind wir angekommen, das hier ist der Skin, ne? Und den bauen wir jetzt auf der Survival-Welt. Damit legen wir jetzt los, relativ einfach, weil es nicht so viele Blockvarianten gibt, vor allem hier unten in der Hose. Ich denke mal, die Hose sollten wir relativ schnell hochgezogen bekommen. Aber ich würde sagen, ihr seht das Ganze jetzt direkt in der Timelapse von der Survival-Welt aus. Rein in die Timelapse. Es ist jetzt jede Menge Zeit vergangen, wir sind jetzt 4 Stunden weg. Ich war gerade auch in der Aufnahme nicht so wirklich deep in Zeit, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, die Füße stehen wieder und es ist genauso wie bei der Statue zuvor. Die Füße sehen einfach klein und winzig aus. Also guck mal, das sieht einfach aus, als würden wir so ein Mini-Mi bauen am Ende, oder? Was sagst du? Schon, ja, oder? Das stimmt. Sieht einfach wirklich aus, als würden wir so einen kleinen Mini-Mi daneben bauen. Obwohl der halt genauso groß wird wie mein Skin. Ich muss sagen, ich bin bisher sehr, sehr zufrieden. Auch das mit den Redstone-Blöcken pegelt sich tatsächlich wesentlich besser aus, als ich eigentlich gerechnet hätte oder als ich eigentlich gedacht hätte. Ey, das wird so krank. Guck mal bitte, guck mal. Das wird heftig. Das wird so cool. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Statue Hände, weil wir haben jetzt hier nochmal 3 Blöcke, geht's noch raus und dann ist halt hier nur ein ganz, ganz kleiner Abstand zwischendrin, was halt vielleicht zu eng werden könnte, wo wir hätten mit der Statue noch wesentlich, also guck mal, wir hätten mit der Statue eigentlich bis nach hier rausgehen können, aber naja, dann kann hier noch eine kleine Statue oder so stattdessen auf dem Platz. Einfach Redstone, aber so sieht's auch. Ganz, ganz geil, ganz, ganz geil. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Es kommen halt hier noch ganz viele Statuen in, die so 32 Blöcke dann groß sind oder da 32 Blöcke hoch oder so eine mittelgroße, die dann hier so lang geht oder generell irgendwann läuft man hier durch, hat hier so einen geterraformten Weg oder whatever und läuft hier so durch und sieht so überall diese riesigen Statuen stehen. Überall eine Erinnerung an alle aktiven Cheddar, die hier bei mir im Stream chillen, die einfach für immer und ewig auf der Welt gespeichert sind, die wir auch noch in 5 Jahren, wenn ich die Welt ja dann noch spiele, haben, wo wir uns in 5 Jahren zurückerinnern können. Yo, Digga, die waren im Stream, die waren aktiv und das ist einfach ultra geil. Ultra geil. Ja, okay, ich würde sagen, ich baue jetzt direkt den Oberkörper und die Arme. Also direkt alle Sachen zusammen, weil ein Update würde keinen Sinn machen. Und da gucken wir uns das Ganze nochmal an, ohne Schädel. Rein in die Timelapse. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Digga, ey, es ist so heftig. Ich freue mich richtig aufs Endergebnis. No joke, rein da. Willkommen zurück aus der Timelapse, Bruder. Ist alles ein bisschen eintönig, ich weiß. Also wir machen ja eigentlich immer Füße, Oberkörper, Kopf. Das ist ja eigentlich der gesamte Aufbau an den ganzen Statuen hier. Ist halt echt ein bisschen eintönig, aber es ist halt auch Block für Block. Und am Ende, Digga, ihr seht es auch, es ist ein unfassbar krankes Ergebnis. Also no joke, es ist ein unfassbar krankes Ergebnis. Und ich feiere das einfach so krass, wie das aussieht. Wir haben sehr viel Redstone hier verbaut. Ihr seht das auch, Redstone, Block-technisch, Bruder, sind wir absolut am Arsch. Also absolut am Arsch. Ich glaube, über 1,5 Doppelkisten Redstone-Blöcke sind hier jetzt mittlerweile reingeflossen. Ist nicht wenig Stuff. Glücklicherweise schmilzt der Schnee halt nicht. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Und an sich ging diese Statue an sich vom Pixeln her wesentlich, wesentlich schneller als mein Kackskin. Weil halt in meinem Kackskin so viele verschiedene Pixel sind. Das habe ich im Stream auch schon erzählt. Wir haben ja hier, guck mal, da sind Pixel, da ist ein verschiedener Pixel. Es sind halt alles verschiedene Pixel ineinander, wisst ihr? Lass es 9 Stunden gewesen sein, die wir hier rein investiert haben. Relativ easy. Und jetzt machen wir uns an den allerletzten Schritt. An den allerletzten Schritt, bevor das Statuenprojekt beendet ist und wir uns danach an das nächste
insane geile Projekt wenden können. Aber das erfahrt ihr erst, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall baue ich jetzt hier einmal den dicken Schädel drauf. Wir haben jetzt gerade nochmal Tropenholz dafür gefarmt, weil tatsächlich ist unser Tropenholz einmal ausgegangen. Ich habe jetzt hier schon alle Blöcke, die ich dafür brauche im Inf. Ich würde sagen, let's go, Digga. Ab rein in die Timelapse, Jungs. Wir machen das Ding jetzt fertig. Also no joke jetzt, Digga, das ist ja einfach, also ich find den rechten Skin sogar besser als mein Skin, obwohl ich am Anfang eigentlich gesagt habe, dass der wesentlich hässlicher ist als mein Skin, also dachte ich eigentlich erst, aber Bruder, der spaßige Skin ist einfach wirklich wunderschön geworden, den haben wir wirklich dahin gezimmert wie nichts anderes, Bruder, er ist einfach ein ultra fettes Projekt und ich war auch echt froh, als wir es beendet hatten, aber wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Kleinigkeiten machen, eigentlich nur ein bisschen, um das ganze Projekt hier wirklich komplett abzuschließen, dafür werde ich jetzt einmal hier erstmal dieses Viereck abbauen, Abonnieren und liken. Ach, Chat, Digga, euer Support hier ist ja immer der Beste. Nee, aber meine Freundin hat ihre Zahnspange rausgenommen. Da darf ich das erzählen mit deinem Zahn? Ja, oder? Ja, klar. Gibt ja überall Probleme. Ich weiß nicht, ob das wegen Zahnarzt war oder ob ihr Zahn vorher schon so aussah. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil der Zahnarzt da irgendwas gesagt hätte. Ja, so kurz vorm Backenzahn, okay? Der Zahn, Digga, der ist einfach grau. Also grau, wirklich grau. Und innen drin ist so schwarz. Richtig schlimm, no joke. Und jetzt macht ihre Mama erstmal einen Zahnarzttermin, damit es einmal durchgecheckt wird, weil halt niemand weiß, was es ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde sagen, wir machen uns jetzt als allererstes erstmal an das Nether-Portal. Ah, wir suchen uns mal einen Platz dafür, aber zuerst bauen wir es ab. Oder wir holen uns extra Obsidian. Wir holen uns lieber extra Obsidian. Hatten wir nicht bei irgendeinem Beacon in Lavasee? Was ist heute der Plan, Per? Also, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt hier noch um... Alles gut, Digga, habe ich kommen sehen. War gar kein Problem. Hier irgendwo drumrum müsste eigentlich Lava sein. Theoretisch. Oder ich bin am falschen Beacon, aber hoffen wir mal nicht, Alter. Oh mein Gott, ja, wir sind am richtigen Biegen. Ich habe mir gerade kurz in die Hosen gekackert. So, warte, ich würde sagen, also am schlauesten wäre es, glaube ich, wenn wir das Portal hier einmal hinstellen, weil wir hier am Ende auch rauskommen werden immer, um einmal hier durch das Tal zu laufen, wo unsere ganzen Statuen stehen. Das werden wir bestimmt irgendwann nochmal umstellen, aber erstmal würde ich es einfach genau hier hin. Wir stellen zwar genau hier hin, wir begradigen das hier gleich einmal nochmal und stellen da das Nether-Portal genau an die Ecke. Wir haben jetzt das Nether-Portal einmal hier hingebaut, ich habe das jetzt hier einmal schnell überzogen nebenbei. Ja, wir zünden es jetzt einfach mal an und gucken dann mal, wo das hinführt. Ja! Ja, es funktioniert. Perfekt, Digga. Wir haben jetzt hier das Portal somit so synchronisiert. Warte, wir können ja nochmal durchgehen. Ja, wir kommen genau an dem Portal raus, wo wir rauskommen wollen. Wenn wir hier auch einmal durchgehen. Okay, falsche Blickrichtung, aber wenn wir so gucken. Oh, Bruder. Du kommst hier einfach raus und siehst das. Zu wild, no joke. Stimmt, Digga, daran habe ich jetzt gar nicht gesagt. Warte, wir bauen mal zuerst den Dreierbeacon ab. Und ich würde sagen, wir setzen den, egal ob wir dann genug Effekte haben oder nicht, wir setzen den hier einfach perfekt dazwischen, wisst ihr? Dass er so genau mittig hier zwischen steht, das wäre nice. Ich würde sagen, der Beacon ist soweit erstmal abgebaut. Hier könnte eigentlich der Dreierbeacon, wollen wir den so setzen? So wäre eigentlich am schlauesten, oder? Ja, wir setzen den so nach unten, warum Chat. Nicht so? So geht auch. So ist besser. Ja, ja, hast du recht. Heißt 1, 2, 3. Hier rein kommt der Beacon dann. Nur halt bis nach unten muss es. Spanien hat gewonnen. RIP Schweiz. Hey, Schweiz jetzt raus? Aua. So, warte. Wir haben jetzt die Beacons, die stehen soweit. Oh, zwei unsichtbare Spinnen. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Ah, chillig, Jungs. Warum denn zwei unsichtbare Spinnen? Junge, what the fuck? Ich habe nur die Augen gesehen. Ich habe mir so, was greift mich denn jetzt hier an? Chillig. Ja, warte, wir machen hier mal weißes Glas drüber, einfach damit man da nicht drüber stolpert oder ins Loch fällt. Oder machen wir das später? Ne, wir terraformen das hier mal jetzt schon. Und bei dem Rest sehen wir dann später. So. Und dann werde ich jetzt mal den ganzen Stuff hier zusammenräumen. Alles zusammenpacken, die Schalkerkisten zusammenpacken, schon mal in Stinks packen, also in die Enderkiste. Und dann sehen wir gleich mal weiter, was wir dann als Next Step machen. Ich habe hier alles soweit zusammengeholt. Ihr seht auch, der Schalker-Floor ist soweit erstmal gone. Er ist soweit weg. Es gibt hier nichts mehr Großes. Und wir haben jetzt hier eine Doppelkiste und ja, eine einzelne Kiste voll mit Kisten. Und das hier ist auch voll. Alter, es ist doch mehr, als ich gedacht hätte eigentlich. Auf jeden Fall, hier haben wir leere Schalker-Kisten jetzt. Und das hier ist halt alles gefüllt noch, ne? Es ist wirklich alles noch voll. Wir nehmen uns jetzt den einzelnen Stuff, nehmen uns immer ein ganz gesamtes Inventar mit.
und bringen das einmal straight up nach Hause. So, Chat, warte, wir machen einfach hier Kisten hin und machen da die ganze Schalke-Kiste einmal einfach rein. Auf ganz easy Basis. So, wir haben jetzt hier alle Schalke-Kisten erstmal weggebracht und einsortiert. Wir brauchen die irgendwann nochmal, was das Stuff-Technische angeht. Hiermit ist für die YouTube-Zuschauer das Video erstmal vorbei. Wir haben jetzt das Startturm-Projekt abgeschlossen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao, meine Freunde.